So, willkommen zurück bei der Demo von We Are Football 24. Wir spielen mal wieder gegen eine zweite Mannschaft aus dem Rheinland. Diesmal ist es Düsseldorf 2. Da sind wir allerdings auf Augenhöhe. Die stehen auf Platz 17. In dieser Woche fokussieren wir uns mal auf die Spielerförderung und ja, über Unterzahl. Das klingt gut. Die Vorschläge sind vernünftig. Wir sollten Geld anlegen. Das tun wir dann auch mal. Ich sollte selber Sport treiben. Das tue ich dann mal. Ich sollte auch weiterhin Spanisch lernen. Olé, hola. Was macht denn mein Papagei? Ich habe 5000 Euro Bankguthaben. Kann ich nicht mit dem Papagei mal interagieren? Das wäre irgendwie schön. Weiterbildung mache ich auch. Bin ein Karrieremensch. Voller Energie. So, jetzt haben wir doch einige Verletzte hier. Verdacht. Bei Harter, da machen wir mal ein Gespräch. Fiete Abler mit einer Kopfplatzwunde. Kriegt von mir ein Pflaster und ich puste auch einmal. Und die Jugendspieler, ja, die genesen schon von selber. So. Trainieren wir denn hier? Schnelles Umschaltspiel, kontrolliertes Umschaltspiel, Rondo-Varianten. Was ist das? Schnelles Umschaltspiel, über Unterzahl Torabschlüsse, über Unterzahl. Was ist Tapering? Was heißt das? Videoanalyse. Videoanalyse. Warum trainieren wir? Ach so, wir haben noch die Anreise von 133 Kilometern. Nennt man das Tapering? Nie von gehört. So. Anlage durchgeführt. Die Finanzabteilung hat wie gewünscht eine Anlage durchgeführt, dabei die mit dem höchsten Zinssatz gewählt. Das hier selber machen. Ich würde das eigentlich selber gerne entscheiden, in was ich investiere. Weiterbildung. Komme schneller voran als erwartet. Erhalte 2 Managerpunkte. Die sollte ich dann auch irgendwann mal nutzen. So, gute Besserung an den Herrn Harter. Er freut sich sichtlich über den Besuch. Auch gute Besserung an den Herrn Abela. Er ist überrascht und freut sich sehr. Was ist jetzt besser? So, französische Fortschritte. Dank seiner neuen Sprach-App hat Luis Rau in den letzten Wochen gigantische Fortschritte in seiner Grammatik gemacht. In Französisch. Bonjour. Da enden meine Französischkenntnisse. Voulez-vous coucher avec moi? So, die Presse, die Promis tippen 1-2 auf uns in Düsseldorf. So, am Rhein sind wir wieder da. So, der Harter fällt aus. Alle anderen können spielen. Der Co-Trainer hat schon aufgestellt. Das sieht auch vernünftig aus. Der Nitschke ist allerdings kein RAS. Haben wir nicht sonst eine ganz andere Formation gehabt? Ja, haben wir. Und die möchte ich auch beibehalten. Nitschke spielt ja hängende Spitze. Der Kalisch kommt rein für den Tourhorst. Ich jetzt doch lieber, man kann das doch ganz gut hier verschieben. Also sonst haben wir auch Dreierkette gespielt, oder? Rechtes Mittelfeld, Henke. Spiele ich doch lieber mit Raute quasi. Verschnupfte Daumen. Ne, der spielt im rechten Mittelfeld. Den klassischen OM haben wir jetzt gar nicht in dem Sinne. Der Özalp kann das. Dann machen wir das. Spielen wir so. Habe ich doch wieder alles umgestellt. Hier kann man, ja, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wollen wir wieder punkten. Hier spielen wir auch nicht zerstörerisch. Hier kann man ruhig mitspielen. Abgesichertes. Obwohl wir spielen defensiv, aber trotzdem mit langen Bällen. Auswärts vor über 2000 Zuschauern. Ich glaube, das ist ganz gut. Die Düsseldorfer sind heiß. Die haben scheinbar noch kein Spiel gewonnen in dieser Saison. Wir schaffen das heute. Jo, wir schaffen das. Wir flexen einmal und Jan Stiegler ist hier der Schiedsrichter. Und dann geht die wilde Fahrt auch los. Ich muss mal wieder umstellen auf kurze Szenen. Dem Remis im letzten Spiel. Auswärts haben wir bisher noch nicht gepunktet, wenn ich mich nicht täusche. So, ist ja auch erst der 5. Spieltag. Hier passiert nicht viel.
Aber gut, da kann ich mit leben. 23 Grad hier, schöner Tag in Düsseldorf. Es gibt keine Torchancen, das ist in Spielen mit unserer Beteiligung häufiger der Fall. Jetzt allerdings doch hier ein Angriff. Ich habe jetzt die. Ja, typisches Düsseldorf. Wir spielen hier im großen Stadion. Ich viele Zuschauer, die sind immer alle schön symmetrisch angeordnet. Die dürften alle nur in bestimmten Reihen Platz nehmen. Deshalb. Und dann der Nitschke mit dem Schuss mit der Innenseite und schießt knapp vorbei. Ich habe jetzt die Grafikeinstellung nicht verändert. Die lasse ich jetzt so, solange die Demo noch läuft. Bin froh, dass es ja einigermaßen flüssig läuft. Der Schuss ging vorbei. Jetzt ein Konter für die Gastgeber. Ein Heber. Kutuklu. Der hebt ihn rein. Da liegen wir hinten. Bullshit. Nachhilfestudio Heisenberg. Aha. Kann man noch Chemieunterricht nehmen? Ja, da liegen wir leider hinten. Halbzeit-Tee. Hier und heute ist sicher mehr drin und deswegen gibt es jetzt einfach mal eine Ansprache, extra Motivation. Um einen Vorteil für die zweite Halbzeit zu erhalten, können Sie einen Spezialisten mit über 20 Jahren Erfahrung eine extra Motivationsansprache. Warum kann ich denn eigentlich keine eigene richtige Motivationshalbzeitansprache loslassen? Ich kann nur mit einzelnen Leuten reden, oder? Kann ich nicht mit der ganzen Mannschaft reden? So. Männer, so wird das nichts. Bis ihr zum Schuss kommt, ist alles vorbei. Ja. Da wird erstmal der Lauf gewischt, dann das Pulver eingefüllt und dann das Schusspflaster auf die Kugel aufgesetzt, dann noch das Zündhütchen gesetzt und Hahn und Stecher gespannt. Und was nicht noch alle. Das Ganze nochmal rückwärts und dann nochmal wieder von vorne und andersrum und weiß ich nicht. Wenn ihr Glück habt, kommt sogar noch was bei raus. Und wie machen die das? Tack, 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 fertig! So geht moderner Fußball. Raus jetzt! Sprache neu eingesprochen oder sind die aus dem ersten Teil? Wenn man die jetzt nicht so gut hören konnte, dann muss ich mal drauf achten. Sonst muss ich während dieser Parts die Audioaufnahme des Ingame-Sounds ein bisschen hochschrauben. Ich hatte den Hintergrund-Sound so ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, dass man die Ansprache aber verstehen konnte. So, wir li liegen hinten. Ich wechsle jetzt aber erstmal nicht. Wir sollten jetzt aber nicht mehr defensiv spielen. Wir sollten jetzt direkten Angriffsfußball bieten. So, kann ich jetzt nicht mit den Leuten reden? Ich kann nur individuell mit den Leuten reden. Aber warum kann man keine normale Mannschaftsansprache machen? Ich kann nur irgend so einen Experten, so einen Sondersprecher als Motivator reinholen. Warum kann ich jetzt nicht? Das hat mich am Vorgänger schon ein bisschen gewurmt. Warum kann ich nicht mit der Mannschaft generell reden? Das einfach vorausgesetzt, dass da eine Ansprache stattfindet. Naja, wir spielen jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass wir hier punkten können. Düsseldorf hat erst einen Punkt in dieser Saison geholt. Soll es nicht unbedingt gegen uns jetzt hier den ersten Dreier geben? Von Torchancen ist jetzt hier noch nichts zu sehen. Deswegen wird jetzt mal gewechselt. Und langsam kommt man auch besser rein ins Spiel. Der Flow ist dann doch zunehmend besser. So, ich bringe jetzt mal als hängende Spitze den Jakob für den Nitschke. Hätte da eigentlich auch von Beginn an spielen können. Warum ist das da rot? Der kann noch hängende Spitze. Ist das hier keine hängende Spitze? Ah, hängende Spitze ist hier. Hängende Spitze ist da so im Zentrum. Aber warum ist hängende Spitze nur hier rechts? Hier ist er hängende Spitze. Warum ist er hier links nicht hängende Spitze? So, jetzt ist er hängende Spitze. Bisschen verwirrend. Der Artes kann doch Sturm, ne? So, der Kalisch spielt auch nicht so toll. Für ihn kommt da mal der Tibar rein. So, der erste Doppelwechsel erfolgt. Hoffe, dass es mal was bringt. Chancen sind hier Mangelware. Dann wird jetzt nochmal dreimal gewechselt. Das ist hier nicht gut genug. Für den Artes kommt dann. Ah, jetzt haben wir keinen Stürmer mehr auf der Bank. Wir spielen ja auch nicht so schlecht. Özalp könnte ich rausnehmen, aber ich habe keinen, den ich bringen könnte. Dann bringe ich mal.
Henke für Daum. Scheele kommt für Grigic rein. Nee, der Wiedemann kommt lieber. Fünften Wechsel spare ich mir dann doch noch auf. Taktik können wir auch nochmal ändern. Noch offensiver, extrem offensiv. Wir spielen jetzt extrem offensiv. Zu gucken, ob wir hier noch was holen können. Von extremer Offensive ist hier nicht viel zu sehen. Eigentlich gar nichts. Gucken, ob jetzt die Schlussphase noch etwas turbulenter wird. Wir haben leider keine Offensivkräfte mehr auf der Bank. Fünften Wechsel sollten wir aber dennoch vornehmen. So, dann kommt jetzt noch der Tourhorst rein für den Benz. Und der wird dann da vorne noch reingeschmissen. Dann tummeln die sich da vorne mit mehreren. So. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier gar keine Chance mehr kriegen. Die letzte Viertelstunde läuft. Keine Torchancen, weder hüben noch drüben. Doch, jetzt nochmal ein Angriff. Können wir hier auf den letzten Drücker noch einen Punkt holen? Da ist der Volley-Schuss von Henke. Oh, wunderbar, wunderbar. Knapp. Gut pariert, Dunovic. Das war nochmal eine dicke Chance. Das sah echt gut aus. Das sah auch wirklich animationstechnisch klasse aus, dieser Volley-Schuss. Oh, die letzten Minuten. Nochmal ein Freistoß. Wir machen jetzt doch nochmal. Irgendwie kommen oft auf den letzten Drücker noch viele Chancen. Tourhaus, das war im letzten Spiel auch so. Bei den Gegnern, jetzt ist es auch so. Wir können leider den Keeper hier nicht überwinden. Warum nicht schon vorher so? Jetzt machen wir noch richtig Druck auf die letzten Meter. Jakob mit einem Vollspannschuss und schießt vorbei. Chancen haben wir jetzt, aber das wäre jetzt eine ärgerliche Niederlage. Düsseldorf hatte eine Chance, die haben sie genutzt. Wir haben noch sonst eine gute Chancenverwertung gehabt. Passiert jetzt hier noch was? Nochmal ein Angriff. Jetzt nochmal richtiges Powerplay hier. Volley-Schuss, Artes und da ist er mal drin. Und da haben wir uns auf den letzten Drücker diesen Punkt, wenn er es denn werden sollte, noch richtig verdient. Zweites Tor, Uno Artes. Er zeigt den Fans sehr deutlich, wer das Tor gemacht hat. Der RVD postet so und 2 Minuten Nachspielzeit. Handshake zwischen Benz und Mattes, die das ganze Spiel sich gegenseitig beackert haben. Fairer Sportsgeist. Ja, wir haben einen Punkt geholt. Düsseldorf hatte nur eine Chance. Wir hatten die meisten Chancen auf dem letzten Drücker, aber mit diesem Punkt können wir gut leben. Haben wir uns redlich verdient. Und ja, wieder gepunktet. Der erste Auswärtspunkt der Saison. Ein Punkt gegen den Abstieg. Wir stehen gesichert im Mittelfeld. Und so langsam kommen wir noch richtig gut rein ins Spiel. Und es gefällt mir auch immer besser. So. Felbert gewinnt 2-0 gegen Primera Köln 2. Gelsenkirchen 2 verliert 1-2 gegen Aachen. Wuppertal gewinnt gegen Paderborn 2 mit 4-1. Oberhausen gewinnt 4-0 gegen Bocholt Aalen. Spielt 2-2 gegen Reda Wiedenbrück. Köln Süd verliert 1-3 gegen Gladbach 2. Düsseldorf 1 spielt 1-1 gegen uns. Wir haben die schwarze Katze, sie haben das Kleeblatt. Ja, die Gegensätze hier. Wie gesagt, ich fände es gut, wenn es noch mehr dieser Awards gäbe. Rödinghausen gewinnt 2-1 gegen Wegberg und Lippstadt spielt 0-0 gegen Düren. Wuppertal immer noch mit perfekter Bilanz. Jetzt auch Tabellenführer Köln. Süd hat zum ersten Mal verloren. Wir stehen gut genau im Mittelfeld. Auf den Abstiegsplätzen Paderborn 2, Bocholt, Düsseldorf 2, Primera Köln 2. Nur ein Punkt für Gütersloh. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Ilya Tiba beobachte ich im Training schon länger. Er hat sich in den letzten Monaten viel getan. So, ich griff heute in der Halbzeit erbost durch. Die Ansprache bewirkte eine deutliche Steigerung in der zweiten Hälfte. Das Ergebnis fiel trotzdem bescheiden aus. Ja, aber einen Punkt kann man hier mitnehmen. Unser eigener Spieler hat das Tor des Spieltags erzielt. Das gucken wir uns dann mit der Zunge schnalzen nochmal an. Das ist gut, dass das Spiel jetzt auch flüssig läuft. Und schönes Ding, Volley-Schuss und gut gemacht. Wunderbar. In der Elf des Tages. Niemand von uns. Wir haben 5 Spiele in Folge getroffen. Das ist die Serie. Was sind denn die anderen Serien? Hier Düren hat 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Bocholt schon 306 Minuten ohne Torfolge. Diese Serie der Woche, das ist ein Feature, das gefiel mir im Vorgängerteil schon gut. Der Spieler des Tages, Charlie Püschel, den hatten wir auch schon mal auf dem Schirm. Schalke hat 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. -1, Teamgeist -8, Frische. Gegen Pressing +6, Pressing, ja. So. Haben schon wie. Ah, gut. Es ist ein Punkt gegen den Abstieg. Der Klassenerhalt ist das Ziel. Da kann man sich auch an so einem Punktgewinn durchaus erfreuen. So, Jugendspieler Maddox Hammel hat eine neue Stufe erreicht. Der 17-Jährige.
habe einen Manager-Punkt erhalten. Die muss ich jetzt auch mal irgendwann mal nutzen. Ich bin immer sehr sparsam. So, wir spielen gegen Wuppertal, diesen ungeschlagenen Tabellenführer. Das wird natürlich dann eine Herausforderung. Das ausverkaufte Stadion, 4000 Zuschauer, wird hier prognostiziert. Ich setze mal auf individuelle Fähigkeiten. Ja, das passt alles gut. Vorschläge sind sinnvoll. So, 285.000 Euro wären noch verfügbar. Was soll in dieser Woche gemacht werden? Wir sollten einen Abteilungsleiter suchen. Ja, ist denn das Bürogebäude bald mal fertig? Es tummelt sich. So, wir sollten auch schon wieder. Ihr größter Fanclub bittet um einen Besuch. Soll ich persönlich auch noch vorbeikommen? Bei uns sitzen 21 Leute in einem Büro für 10. Ja, wenn da mal einer ansteckend ist, dann haben es direkt alle. So, ich könnte das auch mal automatisch einrichten, dass ich Spanisch lerne, aber ich mache es lieber von Hand. Und ich denke, es ist auch schon wieder noch Platz in meinem Kalender für eine Weiterbildung. Was mein Papagei meldet sich dann auch relativ wenig zu Wort. Kabinenseismograf. Pro Leben Cookie Lager kein. Ich habe keine Feinde. Teamhierarchie. Ono Atesh ist der König hier. Spielerbeziehungen. Beisen Anführer. Rolf Herzbeck. Sprechen keine gemeinsame Sprache. Beide haben den richtigen Biss. Nur echt mit so und so viel Zähnen. So. Das sieht soweit alles gut aus. Abteilungsleiter suchen. Jugendtrainer U19. Also das ist jetzt der Abteilungsleiter oder was? Sam Spitaler, 48. Kurt Ulrich. Ja, hier ist mir nicht fleißig genug. Ich hätte lieber einen etwas jüngeren, der Livio Strehl. Der sieht mir noch smart aus. 40 Jahre ist ein gutes Alter. Ich biete ihm 15.000. Oh ja, es ist ja auch nicht das üppigste Gehalt. Das kann man ja kaum als Vollzeitjob bezeichnen. Wir verhandeln mal. Da ist die Verhandlung direkt geplatzt. Der ist mir ein bisschen zu jung. Jack Rinke. Das ist ein guter Name. 47 Jahre, das passt auch. Ich peile diese Verhandlung nicht so ganz. Wir sind immer noch bei 17.000 Euro, aber wir liegen nicht so weit auseinander. Ich habe auf Verhandeln geklickt, es hat sich doch eigentlich gar nichts getan. Aber sein Interesse ist auf null. Ich unterschreibe einfach mal mit ihm. Wie gesagt, diese Verhandlungen, die verwirren mich noch so ein bisschen. Jetzt haben wir mit ihm unterschrieben, wobei doch das Interesse auf null war. Warum war das auf null? Und ich konnte trotzdem unterschreiben. Was hat es mir jetzt gebracht, auf Verhandeln zu klicken? Aber mit den Verhandlungen werde ich nicht warm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so schön, wie es bei Anstoß 1 war. Sie arbeiten hart und erhalten einen Managerpunkt. Sehr gut. Meisterrunde jetzt. Was haben wir denn für Gruppen? Manchester, Eindhoven, Genk und Stier Leipzig. Gruppe A. Gruppe B, Glasgow, Red White, Madrid, Paris und Haifa. Preußen, Dortmund, einer Gruppe mit Bonita, Lissabon, Lazio und Sevilla. Manchester B, Donostia, San Sebastian, Lens und Dnipro. Feyenoord, Istanbul, Galata, Madrid, Neapel, Barcelona, Didinje, Belgrad, Rosso, Milano, Glasgow. Mailand, Mondial, Unisono, Berlin, Pane, Newcastle, Bavaria, München, Marseille, Borac, London. Kiew, Antwerpen, Agdam, Romulus, Rom. So, gut. Sehr schön. Ach, Europapokal ist ja auch dabei. Das letzte war hier eine Europapokal-Gruppe. Wollen wir uns jetzt nicht alles angucken. Kann man mal ab und zu einen Blick drauf werfen. Der von Ihnen besuchte Fanclub freut sich sehr über Ihren Besuch. Ich habe ein kleines Pilz getrunken. Vielleicht auch ein Sekt. So, Ausbau-Club-Gelände teilweise abgeschlossen. So ist jetzt das Bürogebäude fertig. Haben wir jetzt, müssen wir uns nicht mehr so eng auf der Pelle hocken. Und dann jetzt vor ausverkaufter Kulisse. Es wird 1:4 auf Wuppertal getippt. Ja, das wundert uns nicht. Die haben bisher jedes Spiel gewonnen. Der Co-Trainer baut uns hier sowas zusammen. Dann lasse ich den Co-Trainer auch einfach mal machen. Da kann ich mich durchaus mit arrangieren.
Welches war jetzt eigentlich der Spieler, den wir auf dem letzten Drücker noch verpflichtet haben? War das der Holland oder kann man das alles so schlecht merken? Alles so. Naja. Spielen wir einfach mal so. Wir spielen hier zu Hause nicht zerstörerisch. Wir spielen abgesichert und ruhiges Aufbauspiel im heimischen Stadion. Ausverkauf, 4000 Zuschauer, 21 Grad, gutes Wetter. Haut alles rein, was ihr habt. Wir haben gut trainiert, sind taktisch optimal vorbereitet, sage ich. So, der Charlie Püschel, den habe ich ja schon mal gescoutet. Mal gucken, was hier so geht. Wir sind wir die Ersten, die in Wuppertalern mit ihrem Trainer Gottfried Zurkowski, es klingt wie ein polnischer Schlagersänger, die sind wir die Ersten, die den Punkte wegnehmen können. So, gelbe Karte für Kutsch, der kutscht hier nicht vor dem Gegner. Wuppertal 5, Ile 5 Siege. Wir haben jetzt zweimal hintereinander unentschieden gespielt. Viele Chancen gibt es in unseren Spielen nicht. Gelbe Karte für Holland. Jetzt eine Konterchance für Wuppertal. Meistens immer relativ krawallbereite Fans. Ich hoffe mal, dass sie sich heute zusammenreißen. Abseits Ganta. Distanz zum nächsten Gegner 1 Meter. Doch, das Spiel gefällt mir immer mehr, muss ich sagen. Was dann auch noch mit User-File zu spielen ist. Dann wird das, glaube ich, eine runde Sache. Bis auf so ein paar Sachen, die mich halt noch stören. Nochmal gelbe Karte für Jakob wegen Reklamierens. Aber die 0 steht. Doch, Chancen gibt es keine. Mal wieder nicht das aufregendste Spiel. Nochmal gelbe Karte für Karakas. Nochmal gelbe Karte für Özal. 5 gelbe Karten schon, die halbe. Und nochmal eine Konterchance für Wuppertal. Die Hälfte unserer Feldspieler hat schon gelb gesehen. Jetzt hier der Zweikampf und guter Ballgewinn von Özal mit gelber Karte. Auf dem Konto nicht selbstverständlich. Schon das war unser Stadion mit der Würstchenbude. Also unser Gelände im Hintergrund sieht, es steht 0:0 zur Halbzeit. 5 gelbe Karten, da müssen wir aufpassen. Ein schwaches Fußballspiel, aber ich denke, wir machen das hier soweit ordentlich. Da muss man nichts dran ändern. Dass ich jetzt hier keine generelle Ansprache machen kann oder sollte. Also man kann ja jetzt hier generell die Taktiken ändern. Das ist ja vielleicht auch so eine Art Ansprache. Naja, wir machen einfach mal so weiter und werden aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht gelb-rote Karten sehen. Wir haben ja noch 5 Feldspieler, die noch nicht gelb gesehen haben. Jetzt sind es nur noch 4 Artisch, sieht auch gelb. Aber wir fighten ohne Ende. Wuppertal noch mit 0 gelben Karten, aber auch mit 0 Toren. Noch kein einziger Torschuss. Gelbe Karte jetzt für Rohleder. Es wird immer ruppiger mit rohem Leder hier. Keine Torchancen, richtig. Jetzt ein Freistoß, vielleicht per Standard. Artisch mit der Flanke. Und Nils Daum, der verschnupfte Daum, schießt leider vorbei. Aber mal wenigstens eine Torchance. Weit vorbeigeschossen. Ich wechsle jetzt mal, weil wir zu viele verwarnte Spieler haben. Auch einige mit gar nicht so guten Noten. Der Nitschke kommt mal rein für den... nee, jetzt sollte ich nicht ausgerechnet den rausnehmen, der... gelb hat. Rau kommt mal für Özalp rein. Und Harter kommt mal für Karakas. So, schon mal 2. Ich möchte eine Erklärung. Keine Karte riskieren. Keine Karte riskieren, das meine ich ja. Damit kann Özalp leben. Also keine gelb-rote Karte soll er riskieren. So. Jetzt ein Angriff. Mal wieder über Daum. Der schießt einfach mal, der Daum. Und er haut ihn rein. Was ist das Tor des Spieltags? Wenn nicht das Tor des Monats. Wir gehen in Führung gegen Wuppertal. Erstes Saisontor Nils Daum. Ja. Wunderbar. Und nochmal ein Angriff. Hier sind wir jetzt hier die Ersten, die die Wuppertaler besiegen können. Nochmal ein Distanzschuss. Grigic. Ah, er schießt drüber. Jetzt führen wir sogar. 2,9 Meter drüber geschossen. Der Daum mit seinem ersten Saisontor. Wuppertal. Ist ja noch keinen Punkt liegen gelassen.
Ja, allerdings jetzt die Konterchance Nils Nico Tro Nino Trost und hebt den Ball übers Tor. Gut für uns. So, wir sollten noch mal wechseln bei den ganzen gelben Karten. Zu wenig Offensivkräfte auf der Bank. Henke kommt mal für Jakob und dann stellen wir die Formation mal ein bisschen um. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber egal. Passt schon. Können wir gleich auch noch mal wechseln. So, in den letzten Minuten passiert ja immer meist besonders viel. Eckball. Nicolas Ganta. Kopfball von Harter. Man kann klären. Vor dem Spiel hätte man ja gesagt, ein Remis wäre schon ein Erfolg. Jetzt ist hier sogar der Dreier möglich. So, nochmal die letzten Wechsel. Wir haben ja, glaube ich, nur noch einen Wechsel. Also wir dürfen nur noch einmal wechseln. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel berücksichtigt wird, wie auch in welchen Intervallen man wechselt. Also ich kann noch zweimal wechseln, aber ich eigentlich ja nur noch jetzt in einem Rutsch. Wir haben zu wenig Offensivkräfte auf der Bank. Ich bringe mal den Knot für den Holland. Der hat nämlich schon gelb. Dann kommt noch der Wiedemann für den Grigic. Da haben wir fünfmal gewechselt. So. Jetzt haben wir nur noch zwei Leute, die verwarnt sind auf dem Feld. Die letzten Minuten laufen. Kriegen wir das hier noch über die Zeit? Nochmal Wuppertal. Die wollen es nochmal wissen. Da ist Charlie Püschel und haut ihn leider rein. Da ist der Ausgleichstreffer doch gefallen. Es fallen hier oft späte Tore. Diesmal leider nicht zu unseren Gunsten. Er flippt nach seinem Tor total aus. Ja. Kriegt er dafür gelb, wenn er sich hier das Trikot auszieht? Hoffen wir, dass wir jetzt wenigstens den Punkt mitnehmen können. Nicht noch auf den letzten Drücker das 1 zu 2 kassieren. Jetzt aber nochmal ein Eckball für Wuppertal. Nicolas Ganta. Kopfball von Burg und. Oh, knapp vorbei. Habe ich schon drin gesehen. Auch wenn man so langsam ein besseres Auge gewinnt. Jetzt müssen wir hier das dritte Remis in Folge nehmen. 3 Minuten kommen noch oben drauf und dann ist das Spiel vorbei. Wir haben schon wieder unentschieden gespielt. Wir sind die erste Mannschaft, die Wuppertal Punkte abnehmen kann. Aber hier hätte man auch gewinnen können. Und wieder ein 1 zu 1, aber ich kann damit leben. Aber das Tor war klasse. Wir fallen auf Platz 11. Haben jetzt aber schon 6 Punkte auf dem Konto. Reda Wiedenbrück verliert 1 zu 3 gegen Velbert. Bocholt gewinnt 1 zu 0 gegen Lippstadt. Paderborn verliert 1 zu 2 gegen Rödinghausen. Aachen besiegt Düsseldorf 2-0. Primera Köln verliert 0 zu 6 gegen Köln. Süd Düren gewinnt 1 zu 0 gegen Aalen. Oberhausen gewinnt 1 zu 3 in Wegberg. Wir spielen 1 zu 1 gegen Wuppertal. Unsere Gäste hatten angeblich das meiste Pech. Gladbach 2 verliert 1 zu 2 gegen Gelsenkirchen 2. Gelsenkirchen 2 hatte das meiste Glück. Eigentlich der Unterschied zwischen meistem Glück und zwischen meistem Glück und meistem Pech. Ja, nee, ist klar, ist das Gegenteil, aber. Meine, man könnte ja auch sagen, Gladbach 2 hatte viel Pech, statt dass Gelsenkirchen 2 viel Glück hatte. Wie wiegt sich das auf? So, werden wahrscheinlich nur die eigenen Aktionen berücksichtigt oder wie. So, Wuppertal lässt die ersten Punkte liegen. Jetzt haben sie auch nur noch einen Punkt Vorsprung vor Köln Süd. Wir haben nur 3 Punkte vom Abstiegsplatz, da steht Reda Wiedenbrück. Paderborn fällt auch in der Tabelle. Immerhin ein Punkt. Wir haben uns das erarbeitet. Das nächste Spiel ist ein Bonusspiel, sagt Herr Fröhlich hier. Wir haben alle Reserven des Teams für das Spiel mobilisiert. Man konnte sehen, dass die Spieler an ihre Grenzen gegangen sind. Das Spiel hat Kraft. Das Ergebnis fiel bescheiden aus. Wir haben einen Punkt geholt, damit können wir leben. Tor des Spieltags in Heinlein im Spiel gegen Rödinghausen gegen Paderborn. Gucken wir uns das Tor mal an. Auch ein sehr schönes Feature, Finn Heinlein.
Also werden die Spiele scheinbar alle komplett berechnet, dass man das alles regelt. Das war wirklich ein Fund. Meine Güte. Ach. Neo Brückmann, der Matrix-Fan, ist der Spieler des Tages. Von uns ist mal wieder niemand in der Elf des Tages. Wir haben aber 6 Spiele in Folge schon getroffen. Was haben wir sonst noch für Serien? Köln Süd hat auch 6 Spiele in Folge getroffen. Paderborn hat 6 Spiele in Folge nicht gewonnen. So, Gegenpressing plus 2. Spielphilosophie minus 16. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Warum minus 16? Haben wir das so schlecht gemacht? Teamgeist plus 4 und so weiter. Wir entwickeln uns zu den unentschieden Königen. Krisensitzung bei Aalen. Hoffnung auf die Wende nach dem reinigenden Gewitter. So, was dauert das jetzt hier so lange? Hallo? So, dann gucken wir uns mal etwas die anderen Ligen an. In der dritten Liga haben wir oben Sandhausen und Bielefeld auf Platz 3, Aue auf den Abstiegsplätzen Ingolstadt, Halle, Essen, Münster und Unterhaching. In der zweiten Liga haben wir oben Gelsenkirchen und Hanna Berlin auf 3, Hannover auf dem anderen Relegationsplatz, Magdeburg unten, Braunschweig und Elversberg. Elversberg noch mit 0 Punkten, 2 zu 20 Tordifferenz. Gelsenkirchen und Hanna noch ungeschlagen. In der Bundesliga haben wir ganz oben Preußen Dortmund ungeschlagen, 18 Punkte aus 6 Spielen. Hinter Gladbach, Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen, München und Köln. München klettert auf dem Relegationsplatz, Darmstadt dahinter Mainz und Bochum. Ja, und beim nächsten Mal spielen wir unter anderem gegen Rödinghausen. Ich mache jetzt erstmal weiterhin dann noch 2 Spiele pro Part. Wo sehen wir jetzt hier den genauen Spielplan? Wo kann ich denn jetzt sehen, auf einen Blick, wen wir jetzt hier als nächstes treffen werden? Hier sowas wie ein Kalender. Hier ist ein Kalender. Jahreskalender. Beim nächsten Mal spielen wir gegen Rödinghausen und dann gegen Oberhausen. Das gibt's beim nächsten Mal. Schalten Sie auch wieder ein. Lassen Sie gerne Feedback da, auch was die Soundqualität und dergleichen angeht. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye bye, machen Sie es gut.